Es ist fast so kalt wie im russischen Winter am Abend des 6. Januar, als sich die St.-Nikolaus-Kirche in Stuttgart langsam füllt. Erzpriester Ilja Limberger wird nicht alle Gläubige einzeln begrüßen können. Dafür wird es später einfach zu voll. Aber für ein paar intime Momente bleibt Zeit. Auch im kleinen Nebenzimmer des Gebetsraums ist zu spüren, dass es eine ganz besonders enge Bindung zu seinen Gemeindemitgliedern gibt. Ganz menschlich und persönlich ist er richtige Helfer in vielen Situationen, ja, für die Leute. Es ist kurz vor 22 Uhr. Der eigentliche Gottesdienst wird gleich beginnen. Gesessen wird bei diesem orthodoxen Gottesdienst nicht. Platz gäbe es ohnehin keinen. Über 4 Stunden wird die Messe dauern. Die Länge des Gottesdienstes nur ein Unterschied zur herkömmlichen christlichen Weihnacht. Orthodox heißt eben rechte Verherrlichung Gottes. Und ich glaube, wenn man sich die Gottesdienste der orthodoxen Kirche anschaut, dann kann man sich einen sehr authentischen Eindruck nicht verwehren. Also wir meinen es ernst. Ja. So wie an diesem Abend wird das Weihnachtsfest schon seit 1816 in Stuttgart gefeiert. Die Gemeinde wurde geboren, als die russische Großfürstin Katharina Pawlowna nach Stuttgart kam, um später württembergische Königin zu werden. Die Gemeinde von Ilja Limberger hat heute etwa 2000 Mitglieder. Natürlich verbindet sie der Glaube, aber selbstverständlich auch dieselbe Heimat, Sprache, Kultur. Geistliches und Weltliches auch bei der russischen Weihnacht eng beieinander. Für die Kinder kommt nach dem julianischen Kalender auch die Bescherung später. Morgens dann. Eigentlich morgens, ja. Ja, wenn wir dann aufstehen, lang schlafen, weil man ja die ganze halbe Nacht durchmacht und dann. Also morgen gibt es die Geschenke, aber ist das dann nicht auch ein bisschen komisch, weil ja die ganzen anderen Kinder haben ja schon Weihnachten gefeiert. Ich glaube, man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Ja. Ja. Also am Anfang ist es vielleicht, ich glaube, wenn man jünger ist, ist es schlimmer, weil man sich ja austauscht darüber, welche Geschenke man bekommen hat. Aber je älter man wird, desto mehr ist das eigentlich entspannt. Ein Höhepunkt des Gottesdienstes, die Verlesung des Evangeliums. Übrigens die einzige Passage der Messe, in der Deutsch gesprochen wird. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so, als Maria, seiner Mutter, dem Josef verlobt war, fand er sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Es ist dann schon nach 2 Uhr morgens, als die Gläubigen das Abendmahl erhalten. Etwa 30 Minuten später ist der Gottesdienst beendet. Auch wenn es schon sehr spät ist, mit Freunden gibt es noch ein gemütliches Beisammensein. Ein ganz bisschen, also nur die allerhärtesten sozusagen. Noch vielleicht einen Tee trinken oder so. Aber eigentlich ist jetzt Schluss. Auch wenn es nicht nur Tee ist, üppig gespeist wird am Weihnachtsabend nicht, denn es ist der letzte Tag der vorweihnachtlichen Fastenzeit. Das ist am nächsten Tag anders. Wir sind zu Gast beim Weihnachtsessen der Familie Limberger. Ilja Limberger kam 1983 als 20-Jähriger nach Deutschland und ist studierter Mathematiker. Doch dann stellten sich ihm existenzielle Fragen. Also das war mir wichtig, nicht nur hier auf dieser Erde zu leben, zu essen, zu trinken, zu arbeiten, Kinder zu kriegen und dann was, ja, und wozu das Ganze. Also das war für mich eine sehr schmerzhafte Frage damals. Ja. 1990 ließ er sich zum Priester weihen. Dieser Tag gehört nur der Familie. Ein gemütliches Weihnachtsessen wie bei Millionen anderer Christen, halt nur ein paar Tage später.